So. Irgendwo Trillertier mit seiner Trillerpfeife. Oder ist denn irgendwie Vögel oder Fledermäuse? Man weiß es nicht genau. Hoho! Boah, bist du tot, ey. Hey, cool, du hast Munition. Meine Munition. 4 Upgrades sind verfügbar. Guten Tag. So, das war das. In der Kiste haben wir Feuerfässer. Hui. Das wollte ich nicht. Ich wollte plündern. Hast du bestimmt auch Munition. Munition kann ich immer gebrauchen. So, gehen wir hier mal irgendwo hoch. Da sind mir noch mehr Munition. Zucker. Upsala. Kreist dir die Zunge direkt auf seinen Schädel? Ja, ja, ja. Als ob. Die wissen noch gar nicht, wie das geht. Kriegen doch sonst hier auch nichts hin. Gucken, ob ich die auch beide hinkriege. Jo. Nichts leichter als das. Ich brenne. Ich bin der brennende Pirat. Ähnlich wie Blackbeard mit seinen komischen Lunden, die da brennen. So. Ja, ja. Das war nicht elegant, aber effektiv. Ups. Der ist ins Wasser gefallen. Ich kann nichts dafür. So. Oben ist, glaube ich, nochmal eine Kiste. Ich sehe aber auch, wenn sie ins Wasser fallen und im Kampfmodus sind, dann sofort tot sind. Und nicht irgendwie nochmal versuchen, irgendwie hochzuschwimmen. Wahrscheinlich zu einfach, ne? Sonst haben wir da unten noch ein Fragment. Hallo? Konnte er die Leiter hier gerade nicht hochklettern? So. Haben wir jetzt hier alles? Ich weiß es nicht. Kannst du hier untertauchen? Nicht so. Machen wir das halt anders. Kannst du da rum? Nein. Aber du, ich kann da eh stehen. Achso, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie Wasser oder so. Na dann, dann haben wir die Insel auch schon vollständig. Oder die Höhle, besser gesagt. Ging ja fix. Die andere Höhle hat länger gedauert. Bin da, bin auch. Ich bringe Schätze mit. Ein anderes furchtbares Zeug. Wie Fragmente und so. Das Trillern aber auch, ne? Von irgendwelchen Tieren, die da drin sind. Weiß nicht, was das für ein Tier darstellen soll. Fledermäuse machen nicht solche Geräusche. Kann die Höhle noch so heilen? Yeah, der Captain ist wieder da. Hooray! So. Gleich zum nächsten Fragment.
keine falsche Müdigkeit vortäuschen und so. Einfach gleich zum nächsten Ding. Das nächste große Ding. Setzt alle Segel, die wir haben. Yay, Segel, yay. So, sind wir schon da? Sind wir schon da? Haben wir ja bald, ne, die obere Landkartenhälfte quasi bald voll gesammelt, leer gesammelt. Wie auch immer. So. Yeah. Der Captain geht schwimmen. Captain in Salzlake. So. Dann das nächste. Wird wahrscheinlich diese Truhe sein, ne? Ich überlege gerade. Die Truhe, das Fragment hier lang. Hier mal rum und dann hier hinten das ganze Kram. Plus die Inseln. Ich glaube, ne? Ich glaube, so machen wir's. Hier müssen wir halt eh hin für die Hauptquest. Das ist mir aber relativ egal. Sofern wir jetzt da nicht irgendwie Dings werden von der Hauptquest, so, weil wir sind in der Nähe davon. Das kann natürlich passieren. Ich hoffe jedoch nicht. Oder man macht das halt hier zum Schluss. Dass das quasi das letzte Fragment wird oder so. Um sicher zu gehen, nicht, dass jetzt die Hauptquest einfach weitergeht und man dann aus dem Konzept kommt und so. Das wäre ja dann ein bisschen doof. So. Waffen und Tremmen! Wir reiten den Wind so gut sie es kann! Yeah. Windreiten, Windreiten! Was haben wir da hinten für ein schönes Schiff? Ja, nix. Billige Brick. Da hinten. 65 Metall. Das sieht schon anders aus. Aber da fahre ich nicht extra hin. Wäre natürlich schön, aber. Nö. Einfach nur. Nö. Und wenn sich unser Reichtum noch weiter so anhäuft, na dann Halleluja. So. Einmal kurz hier bei der Insel anhalten. Ja, ich hätte gerne einen Schatz zum Mitnehmen mit allem drum und dran. Brauchen Sie Kassenbon? Nein, ich nehme nur den Schatz. Der Drückeberger, hallo? Ich muss hier einen Schatz holen. Wo ist hier der Drückeberger jetzt schon wieder, hat er gesagt. Hallo? Ah, da. So. Als ob ich ein Drückeberger bin, also wirklich. Nee, 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 nee. So, wieder am Steuer. Gleich das nächste holen.
Machen wir es wirklich so, ne? Lassen wir das eine Fragment da erstmal stehen. Den Hai werde ich jetzt nicht schon wieder jagen. Hups, 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 hups. Man sollte schon in die richtige Richtung steuern. Herr Segelmänner! Alle Segel klar zum Setzen! Ja. Ich mag das hier auch mit dem Sonnenuntergang, ne? Den haben wir bisher hier ganz selten in Assassin's Creed gesehen. Zumindest jetzt hier im vierten Teil. Und das jetzt so bei Schifffahrt ist halt nochmal so ein Ding für sich. Was haben wir denn da? Kann ich nicht erkennen. Ne. Zu weit weg. Schade. Naja, kann man nicht alles haben, ne? Abgesehen davon, dass es eh nicht jetzt hier auf dem Weg lag, aber trotzdem. So, eine weitere Insel, die nur darauf wartet, von mir betreten zu werden. Ich glaube, ich schaffe. Wow, ich habe es tatsächlich geschafft, auf den Stein zu klettern. Hallo? Hä? Das, die Dinger hier haben so die typische V-Form von wegen so, du kannst da durchgehen. Aber er schafft es nicht. Die haben so extra da mit Assassin's Creed 3 hier so eingefügt in dieses Parcours-Management sozusagen. Und dann funktionieren die nicht mehr richtig. Also die technische Umsetzung in Form von Gameplay prangere ich immer noch, immer mal wieder in Assassin's Creed an. Aber was soll's. Wenn ich nicht meckern kann, bin ich nicht glücklich. Stimmt ja nicht. Ja, manchmal denkt man sich schon so. Hätte man besser machen können. Wobei, ich habe ja nicht mal einen direkten, konkreten Vorschlag, wie man es hätte besser machen können. Das ist ja das Schlimme. Ne? Dementsprechend darf ich halt eigentlich auch gar nicht mal so rummeckern. Das ist halt so das, was ich in einem anderen Assassin's Creed Teil schon mal so bemängelt habe. Ne? Der Charakter steht halt vor so einer Situation, dass er halt nicht weiß, was er zuerst tun soll. Soll jetzt an der Wand gegenlaufen und sagen so, hey, hier kann ich nicht hin. Soll er dann doch den Punkt nehmen, über den er halt dann doch rüberklettern kann? Soll er eventuell nochmal über die Ecke rüberluken? Soll er sich vielleicht von der Ecke runterhangeln lassen? Ne? Das ist halt manchmal so ein bisschen so. Oder du steuerst und willst halt springen und dann halt auch schon manchmal nicht ganz so genau. Alles nicht so einfach. Also allein aus programmiertechnischer Sicht ist das schon alles nicht einfach. Ne, weil es halt so teilweise halt auch einfach die ganz kleinen, feinen Eingaben sind, die der Spieler letztendlich halt macht. Und das ist auf sowas manchmal ankommt. Nur manchmal halt in so und so und hey, du musst halt irgendwas verfolgen. Da kannst du halt nicht mehr auf die Feinheiten halt irgendwo eingehen, sondern du läufst halt und läufst und läufst und läufst. Willst halt den Parcours irgendwie schaffen, damit du halt dann da irgendwo dein Ziel erreichst. Der Captain geht schwimmen! Und dann hast du dann den Stick gerade zu weit nach rechts gemacht und dadurch springt er halt nicht geradeaus auf die Hauswand drauf zu, sondern irgendwie an dem Haus dran vorbei. Das ist es halt. Das ist so das, was mir manchmal jedes Assassin's Creed so ein bisschen nicht madig macht, aber
manchmal ein bisschen schwierig von der Steuerung her und weswegen wir manchmal so eine Mission nochmal machen müssen oder so. Teil der Mission oder eine bestimmte Sequenz oder so.